Einen schönen guten Tag, da ist wieder Bernhard Gruber vom Österreichischen Waldgarteninstitut. Ich bin gerade auf einer unserer Flächen, wo wir angelehnt an die Ideen des syntropischen Agroforstes 2019 ein ähnliches System errichtet haben und ich lichte gerade ein wenig aus. Die Unterstützungspflanzen werden hochgetrimmt, so damit das darunter liegende Pflanzen noch genügend Licht erhalten. Hier haben wir jetzt das Beispiel der Grauerle, die im System als Stickstoffsammler dient. Und die kann man alle paar Jahre auf den Stock setzen. Sieht man unten den abgesägten, den umgeschnittenen Baumstamm dazwischen den Brennnesseln drinnen. Ja, so alle 6 bis 7 Jahre kann man eben die Grauerle auf den Stock setzen. Die Grauerle ist ein super Stickstoffsammler und produziert auch mit ihren Blättern wunderbare Erde. Ja, und hier jetzt bei uns, da sieht man, es sind sehr viele Stämme. Und ich schaue jetzt, dass ich diese Stämme einfach schön hochputze, hochtrimme sozusagen. Mit, das ist jetzt ein bisschen eine kleine Gartenschere. Müsste ich schon die größere nehmen, aber die brauche ich. Ich brauche zwei Hände natürlich für die größere Schere. Also ich trimme sie hoch, damit das schöne gerade Stämme werden, weil die Stämme möchte ich dann eben wieder verwenden für unsere Pilzzucht. Wir ziehen Shiitake und Austernseitlinge dann eben auf den umgeschnittenen Stämmen wieder. Und dazu ist es gut, wenn man schöne, lange, gerade Stämme hat mit möglichst wenigen Verletzungen. Ja, und in circa 2 Jahren kann ich schon wieder hier die ersten Stämme rausnehmen. Ein paar Stämme lasse ich stehen und kann dann in 2 bis 3 Jahren schon wieder frische Pilze drauf, Pilzmyzel mit Pilzmyzel beimpfen und dann wieder Shiitake-Stämme ziehen. Ja, soweit wieder ein kleiner Diskurs in unserem essbaren Waldgartensystem und ich wünsche euch noch viel Freude bei den anderen Videos. Euer Bernhard Gruber. Und ja, Pfingsten gibt es wieder Führungen durch unseren essbaren Waldgarten. Hätte ich fast vergessen. Und natürlich veranstalten wir auch nächstes Jahr wieder einen Permakultur- und Waldgarten-Designkurs. Ich wünsche euch noch viel Freude. Euer Bernhard Gruber.